Trotz schlechten Wetters kann man am Freitag, dem 20. April, sehr viele Kunstbegeisterte zur Eröffnung der Ausstellung Alte und Neue Kunst. Die Ausstellung Alte und Neue Kunst, die in Wartberg nach einer längeren Pause am Wochenende wieder stattfand, reichte von Antiquitäten über bildende Kunst, Dekorkeramik bis zur Harmonie in Holz. Mit Antiquitäten verbindet mich die Liebe zum Detail, wenn man alte Sachen sehr gern hat und auch eine gewisse Wertanlage ist. Was ist das Besondere an Antiquitäten? Naja, dass es eigentlich keine Serienstücke sind, sondern Einzelstücke. Und wenn man sagt, ich will dieses Stück oder dieses Stück noch einmal haben, das wird es kaum geben. Ähnlich schon, aber nicht gleich. Und es ist jedes in seiner Art anders. Wie es auch bei Bildern in der Kunst ist und so ist es auch bei Antiquitäten, dass es keine Serienproduktion ist. Harmonie in Holz. Wie kommt man auf diesen Titel? Holz ist, gibt Wärme, ist begreifbar, kann man schmeicheln. Also schmeichelt, das Holz schmeichelt, wenn es überhaupt wenn's warm wird oder was man muss. Und es hat jedes Holz hat seinen eigenen Charakter. Und es geht auf die Leute gehen auf die Beziehung zu einem Holz ein. Und der eine sagt, ja, das Holz, die Kirschen gefällt mir, der andere sagt, mir gefällt die Zwetschgen. Es ist immer, darum heißt es Harmonie, Harmonie mit den Leuten. Und das ist richtig, es kommt immer, ich sage immer, es kommt immer von Herzen, wenn man Holz in die Hand nimmt und man streichelt es oder man begreift das Holz. Und das ist immer wieder ein Erlebnis, wenn die Leute steigen, ein Stück in die Hand nehmen und nachher bewusst noch das Stück kaufen, weil es ihnen auf den ersten Blick gefallen hat, auf Deutsch gesagt. Wie kommt man auf Ideen oder die Inspiration, ein Gemälde oder ein Bild zu malen? Naja, die Landschaftsbilder, die ich da präsentiere, sind ja großteils direkt vor Ort in der Natur entstanden. Außerhalb Österreichs und vor allem im Süden. Und ja. Was heißt eigentlich direkt in der Natur? Ja, direkt vor Ort. Da sitze ich vor dem Motiv und dann mache ich das Bild fertig. In Italien oder Kroatien oder in Deutschland. Und wird da mit Bleistift vorzeichnet oder gleich direkt? Ja, gleich direkt. Da muss ich schnell gehen. Oh. Das muss ich wirken auch nicht. Das ist schon so. Die Aussteller Stefan Schandl, Johann Schrittwieser, Claudia Schrittwieser und Walter Herrmann freuten sich über den zahlreichen Besuch.